Hallo meine Rambas, schön, dass ihr heute wieder zu Overwatch dabei seid. Und neue Woche, neue Folge. Wir spielen die Karte Nepal im Modus Angriff. Und auf was habe ich heute Bock? Angriff, kann ich hier mal einen Support spielen? Oh ne, da haben wir schon einen. Dann spiele ich einen Tank und zwar Winston. Winston habe ich schon mit einem geilen goldenen Skin. Der ist immer sehr nice. Und ja, ich habe so langsam so meine Lieblingshelden kristallisieren sich raus als Verteidiger oder beziehungsweise als... Jetzt muss ich selber schauen. Hier als Unterstützer, so heißt es ganz offiziell. Spiele ich Lucio sehr gern. Zeige ich euch bestimmt auch nochmal. Ich habe den, glaube ich, auch noch nie wirklich so intensiv gezeigt. Winston ist bei mir so mein Lieblingstank geworden. Dann hier bei den Defensive, da ist hier der Bastion oder Bastion im Deutschen. Sehr krass stark in der Verteidigung. Oder auch Mai spiele ich auch gern. Tjörbon geht auch gut ab. Und ansonsten Pharah bleibt so mein Liebling. Aber jetzt geht's los mit Winston. So, und hier gesagt Angriff. Dieser Modus natürlich eben den Zielpunkt einnehmen. Essentiell für alle. Und jetzt. Ah, der ist. Der macht richtig viel Schaden. Hat man gerade gesehen. Schaut mal meine HP an, wie die nach unten wandern. Hat mir richtig was da eingebüßt. Und jetzt haben sie auch den Punkt direkt eingenommen. Mein Team ist schon so gut wie tot. Da jetzt reinzulaufen, macht nicht so viel Sinn. Erstmal warten, bis wir hier ein bisschen Leute haben. So. Ah, aber man sieht, die haben einen guten Heiler und alles dabei. Unser Heiler, der ist da noch nicht so pfiffig. Ist alles noch so ein bisschen sehr schwierig. Da haben wir jetzt der Ulti. Boah, nicht in den Drachen laufen. Der macht nämlich saumäßig Schaden. Jetzt hat er mich gepackt. Aber der ist durch die Aktion, die war eher unüberlegt. Spürt die heilende Ruhe. So, der ist weg. Und jetzt haben wir den Punkt. Nein, das gibt's doch nicht. Wie er sich aber auch da hochhält noch. Schaut mal auf seine HP an. Also durch diese eine Aktion. Normalerweise wäre das jetzt unser Punkt gewesen. Aber hat er super gemacht. Muss man ihm einfach lassen. Der Punkt gehört mir. Mir ganz allein. Jetzt nehmen wir den Punkt ein bei 98. Jetzt können wir den Punkt echt vielleicht noch einnehmen. Ja, tatsächlich mit dem letzten Prozent konnten wir den Punkt noch für uns nehmen. Aber wie gesagt, Heilung ist schwierig. Das Wunder der Wissenschaft macht's. Der Inder, keine Ahnung, wie der Charakter gerade heißt, der macht zwar schon viel Schaden, aber für die Heilung selber ist er eher suboptimal. So, wir müssen echt hier aufpassen. Da die Ulti mal wieder. So, aber der ist jetzt auch weg. Aber jetzt haben wir, jetzt stehen wir super auf dem Punkt. Der Kampf ist doch nicht vorbei. So, Barriere steht. Da können sie erstmal nichts machen. Jetzt stehen wir super auf dem Punkt gerade.
Gute kommt so, von die oben. Ist weg. Und hier, ich stelle auch, das kann von außen nicht mehr hier reingeschossen werden, die Schildbarriere ist immer wieder nice. Also, wenn du mich packst, dann hol ich mir halt... Aber jetzt kamen sie nochmal gut rein und jetzt stehen sie final drauf. Aber die Ulti, die könnte nochmal gut geklappt haben. Jetzt sehen wir es leider nicht. Aber die Ulti kam hier super rein. Ah, und jetzt haben sie echt den Punkt eingenommen. Aber es wurde nochmal knapper als erwartet. Wir sehen, wir sind in den Eliminierungen Bronze. Ansonsten Zeit für Zielfortschritt sind wir Gold. Zielfortschritt Kills, zweiter Platz. Also wir haben jetzt hier eine ordentliche Runde gemacht. Und uns fehlt jetzt hier ein bisschen der Schaden. Also wenn da das keiner macht, dann mache ich diesmal. Ich stelle auf Pharah um. Weil zweimal hier ihn hier zum haben. Wo ist er? Den da. Ist nicht so wichtig. Und Lucio, jetzt haben wir zwei Heiler. Jetzt kann ich mal hier so ein bisschen und jetzt hier konnte ich jetzt schon der Kampf ist noch nicht vorbei. Also gut hier reinwirken. Ich glaube, die wollen nachschlagen. Killstreak. Und den Punkt konnten wir jetzt gut einnehmen. Und ich kann hier wirklich schön den Schaden anbringen. Damage-Dealer ist ja wichtig, den Schaden anzubringen. Und das geht bisher sensationell gut. So, wichtig, der Punkt ist unser. Und jetzt haben wir den Punkt. Der bleibt bei uns. Ich kann mich wieder hier rüber stellen und wieder auf den Punkt hier wirken. Jetzt haben wir diesmal den Punkt sehr gut in unserer Hand. So, jetzt haben wir hier, Lucio hat seine Ulti gezündet. Jetzt habe ich meine Ulti ready. Das heißt, wenn das nächste Mal jemand auf den Punkt geht, kann ich da hier richtig, richtig schön Gas geben. Also jetzt haben wir diesmal eine sehr gute Runde am Laufen. So, auch die konnte ich jetzt gut eliminieren. Die Ulti ist von der sehr stark, das muss man einfach sagen. Wenn die so wie jetzt gerade nicht Beachtung bekommt, dann geht da einiges. Verlängerung ist hier gerade am Start. Muss ich aufpassen. Ah, jetzt sind sie wieder auf den Punkt gekommen im letzten Moment. Aber wir sehen, wie viele da jetzt am Ende da drinnen waren. Jetzt haben sie den Punkt auch bekommen. So, jetzt sind da
Aber jetzt stehen wir gut auf dem Punkt. Jetzt dürfte es diesmal definitiv unsere Angelegenheit sein. Nein! Jetzt hätte ich Ulti ready. Missionsziel gesichert. Die Runde ist unsere. Und jetzt, Runde 3. Jetzt kommt der Showdown. So. Ah, ist das eng alles? Der ist der Geiste. So, wir sehen, jetzt hat man alles am Start. Jetzt kann man keinen Support. Aber egal, wir probieren es jetzt einfach mal so. Die Map ist gar nicht so easy. Ach, und da hat er mich gerade noch im letzten Moment ranziehen können. Ferrer ist jetzt auch hier gar nicht so der richtige Charakter, finde ich. Dafür ist die Räumlichkeit zu eng. Einmal probiere ich es noch. Ne, beziehungsweise ich gehe direkt auf McCree. Auch ein cooler Charakter. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Und gerade für diese Enge jetzt ein bisschen angenehmer, da präziser. Wo er immer seine Hälfte hat. So, jetzt haben wir wirklich noch den Punkt bekommen. Die haben hier eine starke Teamleistung am Start. Nein, 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 nein. Ja, einmal in die Falle getappt, dann ist da auch schon gleich Schicht im Schacht. So, bei uns wird immer der gleiche Charakter genommen, wie ich. Nein, der hat doch jetzt wieder Junkrat. Und jetzt haben wir keine Heilung mehr. Lucio hat sich jetzt auch entschieden. So, der ist weg. Ah, schade. Wenn der jetzt nicht wiederbelebt worden wäre, dann hätte ich perfekt meine Ulti zünden können und wer hätte die in den Rücken schießen können. Aber so macht er einfach so viel Schaden, der wirklich extrem ist. Aber wie gesagt, diesmal machen sie da der Gegner einen sensationell guten Job, muss man leider anerkennen. So, weg ist er. Die Stunde hat geschlagen. So. Weg ist er. Und jetzt ist unser Punkt. Endlich mal unser Punkt. Gute Runde oder gute Leistung gerade nochmal. Aha, jetzt auch runter. Auch nicht schlecht zu wissen. Stehen wir wieder mal auf dem Punkt. Weg ist er. Auch du weg. Killstreak. Immer aufpassen. Ich hab so das Gefühl, da kommt gleich einer. Ne, der ist weg. Oh, und schon wieder. Da die Ulti von der. Ah,
aber auch, man sieht, der Schaden ist sensationell. Und, aber die macht, die Heilerin macht mit ihm einen super Job. Und man sieht hier, da die Ulti. Und jetzt haben sie den Punkt wieder zurück. Und da war das Game leider dann verloren. Schade, aber trotzdem eine schön spannende Runde. Sehr intensiv war sie. Aber der Alexancho, ich bin mir sicher, das ist die Aktion des Spiels gewesen. Nee, nicht mal. Schauen wir mal, das war sogar noch die erste Karte. Ah, Ulti. Da konnte er dann nochmal rein und hat dann da nochmal für ein bisschen Ärger gesorgt. Ja, wir sehen, in dem Fall können wir jetzt noch wählen, geblockter Schaden, ATR hier 16.665. Das ist wirklich sehr ordentlich geblockt und dementsprechend verdient dafür die Auszeichnung episch bekommen. Und jetzt sehen wir gleich noch unseren Fortschritt. Ah, natürlich für die Zeit fürs Match. Und dann waren wir mehrere zweite Plätze, ein dritter Platz. Nur bei der Zeit für Zielfortschritt bin ich nicht auf die Plätze gekommen, aufs Treppchen. Also, Lootbox erhalten. Gut war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Overwatch, euer Ekaramba.